So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es geht weiter. Es ist wahrscheinlich immer noch krasses Verkehrschaos hier oben. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Im Moment, muss ich sagen, sieht es ganz gut aus. Im Moment wäre das so okay. Auch wenn es hart an der Grenze ist. Hier ist noch so eine Sache. Ich habe das Gefühl, wenn wir diesen Verkehr hier aufspalten würden. Warum ist hier an der Stelle so rot? Wahrscheinlich, weil. Da ist ja so ein komischer Bogen nochmal drin. Können wir den nicht wegmachen? Wisst ihr, was ich meine? Da ist so ein komischer Bogen drin. Kann man den schöner machen? Den kann man doch bestimmt schöner machen. So. So, weiter geht's. Wahrscheinlich hat das nichts verändert. Wir werden es sehen. Ja, doch, bisschen schon. Komm, geh weg, du Twittervogel. Hier sind teilweise Totenabholungen, die nicht gemacht werden. Krematorien, haben wir genug? Weiß ich nicht, ob wir genug haben. Ich setze einfach mal eins hier hin. Dann passt das schon. Wie sieht es allgemein eigentlich in dem Stadtviertel mit Parks aus? Das würde mich mal interessieren. Weil in dem Stadtviertel, ganz ehrlich, sieht es ja mit Parks und so nicht so ganz nice aus. Da könnte man ja eigentlich mal ab und an hier irgendwo mal was reinsetzen, wo Platz ist. Keine Ahnung, zum Beispiel hier. Okay, da geht's. Irgend so ein Key Klein hier hin. Da muss man mal ganz ehrlich sagen, viel verbessert das ja auch nicht. Also so vom. Keine Ahnung. So, hier ist, keine Ahnung, Großstadt. Kann man nicht nochmal irgendwo eine Garage reinplanten? Weiß ich nicht. Hier. Oh, das ist schon eine ganz krasse City soweit. Wobei das hier ja noch unbenutzt ist, der Teil hier. Hier könnte man ja eigentlich hiervon gehend noch was bauen. So. Wenn ich hier das so ansehe und dann könnte man dum 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 und dann macht man dum dum und passt. Komm, hier geh weg. So, jetzt hier nochmal Verkehr schauen. Er hat sich gebessert, ist aber immer noch nicht wirklich gut. Hier ist teilweise nicht so nice. Aber die Brücke hat zumindest etwas geholfen. Den Verkehr safe aus der Stadt zu hieven. Muss man einfach mal sagen. So, wir brauchen hier ein bisschen mehr Wohngebäude, auch ein bisschen mehr Zeugs von allem. Was haben die alle denn für ein Problem? Nicht genügend Kunden. Ja. Nicht genügend Kunden. Ich mache mal wieder Normalspeed. Hier oben könnte man ja natürlich noch was hinbauen, muss ich sagen. So, dann baue ich hier einfach mal was. Und wahrscheinlich wird es später nichts Gutes. Aber man wird sehen. Oder beziehungsweise hier könnte ich auch was rein. Oder hier, Moment. Dann. Oh, was wollte ich machen? Genau hier das. Bam. Flächen effektiv nutzen ist das Motto. Ach, und hier sind zwei Müllverbrennungsanlagen. Okay, die sind aber auch eigentlich auch gut gesetzt, muss ich sagen. Also sinnvoll gesetzt. So, baut da überhaupt jemand hin? Scheint nämlich nicht, als baut da jemand hin. Dann kann man es auch lassen. Dann baut man da nämlich dicht besiedeltes Gewerbe hin und gut ist, dann passt zumindest auch so in die Optik der Stadt. So, da wurden Häuser nicht gut genug bekauft. Ich finde, mit dem Kreisel hier könnte man ja eigentlich, ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. So, Autobahn, 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 Autobahn ist hier.
So, wir führen hier nochmal was ab. Und zwar hier. Bam. Was wir jetzt hochsetzen. Aber nicht hochgesetzt werden will. Können wir es nochmal ein bisschen... So, wir müssen hier nämlich nochmal abgehen. So. Bam. Dann gehen wir hier nämlich nochmal hoch, aber machen Bild ab, 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 ab. So, so ginge. Wir können natürlich auch einen Tunnel machen. Ne, können wir nicht. Wir können nur hochgehen. So könnten wir gehen. Und dann könnten wir, boah, liebe Zuschauer, das endet hier alles im Chaos. Ich sehe es schon kommen. So, sechsspurige Einbahnstraße hier mit Bäumen machen wir mal. Die können wir auch wieder Bild runter. Ich will hier nämlich noch so ein kleines Wohnviertel hinbauen. Bumm. So, was die dann kriegen, auf jeden Fall. Ach, das ist komplett jetzt Einbahnstraße gewesen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass hier komplett Einbahnstraße ist. Aber jetzt ist da ein fucking... Das ist Einbahnstraße. Warum ist da ein... Why, there is a Ampel. Ey, was habe ich überhaupt für ein Tool ausgewählt? Weg damit, so. So, wir müssen uns genau konzentrieren. Beziehungsweise, ich rede gerade nicht so viel, weil ich mich konzentriere. Der macht da eine Ampel hin, was ist das denn? Aber bei anderen Kreisen sind... Hier ist doch keine Ampel, oder? Nee, da ist doch keine Ampel. Hier ist in jeglicher Hinsicht nirgends eine Ampel. Obwohl das hier, das ist sechs Spuren, aber sechsspurige Einbahnstraße ist dem wahrscheinlich zu viel, kann das sein? Was ist, also der mag keine Einbahnstraße oder was? Was ist, wenn ich denn, ist, mag er denn einspurige Einbahnstraßen? Ist das okay? Oder macht er da auch eine Ampel? Ne, Einbahnstraße einspurig, macht er keine hin. Okay. Wird er denn ein ganz normales Ding hier eine Ampel hin machen? Okay, da wird er auch keine Ampel hin machen. Der macht nur eine Ampel hin bei einer Einbahnstraße. Das überhaupt keinen Sinn macht. Fuck, ich klicke hier viel zu schnell. Ich muss hier aber gerade echt ein bisschen planen und rumtüfteln. Ja, da macht er eine Ampel. Obwohl es eine Einbahnstraße ist. Ja gut. Muss man nicht verstehen. Dann craden wir das hier alles ab. Ob. Nee, doch, 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 doch. Weil das hier sollte eh nicht als Einbahnstraße gedacht sein. Dann kann man aber hier hinten. Obwohl, so. Also wenn ich das hier jetzt baue, dürfte da keine Einbahnstraße sein, richtig? Richtig, und von hier kann man auch da rein. Okay, es ist ja eigentlich ganz gechillt soweit. Das ist aber total sinnlos, weil dann kann ich auch direkt das hier oben... Ja. Dann kann ich da auch direkt, Oh Gott, ist das hier eine Tüftelarbeit, liebe Zuschauer. Dann ist das hier... Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt müsste es gehen und ja, geht alles nice. So, dann crate ich das hier jetzt nochmal ab. Aber ganz ehrlich, so will ich das gar nicht. Das heißt, die könnten theoretisch auch da rein abbiegen. Das will ich doch gar nicht. Ich mache dann hier hinten dann doch hier so eine zweispurige Einbahnstraße draus. Sieht zwar scheiße aus, wenn das so klein ist,
Boah, ey, das kann doch nicht sein, wahr sein. Aber es geht nicht anders. Ich würde es gerne breiter machen, aber es geht nicht anders. Das Spiel erlaubt es mir nicht, ohne eine Ampel da oben zu generieren. Aber bis dann, liebe Zuschauer, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Weiter geht's bei City Skylines. Und, ja, das hier geht immer noch nicht anders. Weil wenn ich, wie gesagt, hier eine höhere einspurige Straße hinmache, dann wird es evil. Aber dann ist es egal. Dann kann man wenigstens hier drehen. So, dann machen wir noch was. Wir setzen hier nochmal eine einspurige hin. Und hier irgendwie... Oh Gott, wie sieht das denn aus? Weg damit. Ich hoffe, ihr wisst meinen Plan. Ich will hier einfach ein Wohngebiet hier irgendwie am Wasser hinsetzen. Und dann geht einspurig mal einfach krass von hier oben hier so lang. An der Küste quasi. Nice. Und hier hinten genauso. Wobei hier es schon quasi ein jähes Ende findet, weil ich glaube hier will... Weil wir können da so eine Kurve machen. Ich bezweifle nur, dass da jemand leben will, aber gut. Ist ja nicht mein Problem. Ob da jemand leben will oder nicht. Was wir auch dann nochmal machen können, ey, wenn diese Autobahn hier so populär wird, dann bin ich echt auch mal dafür, dass wir das ganze Ding hier lautstärkenmäßig zu diesen Wandmauern hier upgraden. Dann ist das ja krass laut da. Und das muss ja nicht unnötig hier so krass laut werden. So. So, nice. Nice, nice. So, hier hinten war ja noch die Einbahnstraße, die zurückführt. Dann bauen wir da hinten am besten irgendwie nochmal einen Kreisel. Oh Gott, ich baue mich hier um Kopf und Kragen. Aber dann machen wir hier einfach noch einen kleinen Kreisel hin. Fuck, ey, ich habe das falsche Tool. Denn Kreise sind in diesem Spiel, sagt zumindest meine Erfahrung, wichtig. Ohne Kreisel geht in City Skylines wenig. Bis gar nichts. Denn Kreisel garantieren alles. So, dann machen wir hier wieder das Ding hier. Führt uns dann hier rein. Und das hier... Geht mal so hier lang und führt uns dann auch hier rein. So wären diese Brücke hier oben, aber ist das die Autobahn? Genau. Die soll... Die kann sich damit ja gar nicht verbinden. Wir gehen hier schon mal am nächsten Punkt, wo wir können, so weit eins ab, wie es geht. Es wäre ungefähr so, keine Ahnung, hier. Das ist ja schon eine krasse Kurve. So, hier ginge es. Und könnten wir hier so weit reingehen. Aber wir könnten auch hiervon, falls wir den Kreisel anderweitig zukünftig nochmal verwenden wollen, hier nochmal reingehen. Weil dann können wir vom Kreisel hier noch was abgehen lassen. Ey, ich weiß noch nicht, was das hier, ob das hier gut wird oder schlecht wird.
Aber wir werden es sehen. Und dann können wir da mal so Viertel machen. Und zwar hier am Strand. Beziehungsweise mehr oder weniger Strand. Wohnviertel. So, hier an der Straße auch noch. Man sieht das kaum durch den hellen Boden. So, und dahinter hier dicht besiedeltes Wohngebiet. So, hier auch. Da bin ich einfach mal gespannt, ob hier überhaupt Leute wohnen wollen, weil ich setze das mal ein großes Fragezeichen vor, ob sich hier Leute ansiedeln wollen. Strom müsste funktionieren, wir sehen es dann. Und das geht alles über diesen einen Kreisel hier. Ich hoffe, das geht, aber wir sehen es dann. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, da muss die Feuerwehr da gucken und machen. Feuersicherheit ist doch gut. Ach, Wasser. Oh Gott, Wasser habe ich ja ganz vergessen. Stimmt, Wasser ist natürlich wichtig. Dann setze ich mal hiervon. Runter, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hier einfach mal alles zupflastern mit Wasser. Die kosten ja nichts. So. Strom brauchen die natürlich noch, aber der müsste doch rüberschwappen. Okay, vielleicht schwappt der auch nicht rüber, aber der muss doch rüberschwappen. Nee, aber der schwappt nicht rüber. Oder ich warte noch ein bisschen. Und geh weg, du Tour der Vogel. Die können natürlich auch. Wie kommen die eigentlich in... Was auch eine Möglichkeit wäre, mal ohne Witz. Muss das hier eine Autobahn sein? Eigentlich ja nicht. Es reicht ja theoretisch, wenn das eine sechsspurige... ganz normale Bahn ist, oder? Aber dann ist hier Problem mit dem Gefälle. Aber eigentlich ist das ja sinnvoller, weil dann können die da rein und da raus. Halt ich zumindest für nicht so eine doofe Idee. Moment, das war ja falsch. Das war ja... Weil hier geht es ja auch in... in beide Richtungen. Ich mach das mal. Dann können die das... Aber dann entsteht hier eine Ampel. Das ist doof. Ja, nee, die Ampel, die geht gar nicht, liebe Zuschauer. Ampeln sind böse. Dann craden wir das kurzerhand wieder ab. Und wir haben keine Ampel mehr. Ja, dann macht das schon Sinn wegen der Ampel irgendwo. Aber im Prinzip kann das hier dann ja alles eine Einbahnstraße sein. Ist nur die Frage, ob die hier hinten da abbiegen, da abbiegen. Können die hier einfach da drehen? Machen die das? Kommen hier hinten dann überhaupt Autos hin? Ich weiß es ja nicht. Oder wir machen daraus einfach eine ganze Einbahnstraße. Aber das ist dann auch für die Feuerwehr scheiße und so. Ich würde sagen, wir setzen hier in die Mitte mal ein Polizeipräsidium. Feuerwehr setzen wir mal daneben. Und ein Krankenhaus machen wir hier hin. Krasser Shit, aber nice.